Schauen wir mal, wie weit wir heute kommen, Mann. Okay. Ein Serious Run, würde ich aber sagen. Wir legen richtig los. Wir skippen Speedruns. Auch wenn Jenny wahrscheinlich noch nicht da ist, aber... Let's go. Und Luca, hi, servus, sei gegrüßt. Er ist auf Twitch, genau wie hier auch. Und Vagos sei gegrüßt. Sammle alle Münzen, 32. Und erreiche das Ziel. Gleich schon ein Speedrun mit Sammler alle Münzen. Mit irgendwelchen Goombas, die runterregnen vom Himmel, wo du wahrscheinlich draufjumpen musst. Krass. Konsequenz geben. Ja, mir ist geben konsequent. Sam, könntest du auch mal Superwelten spielen? Haben wir auch schon gemacht. Rätsellevel scheinbar. Okay, wir haben auch genug Zeit. Was müssen wir denn hier überhaupt machen? Okay, da haben wir eine Spring, da oben sind wir dann durch, da kommt Wasser raus offensichtlich, wenn wir den P-Switch berühren. P-Switch können wir so aktivieren, resetten können wir so jetzt so. Das bringt nichts. Das ist ein One-Way. Okay, ich vermute sehr stark, dass wir den P-Switch aktivieren müssen in irgendeiner Form. Wie genau, habe ich noch keine Ahnung. Und Luca Quello. Danke fürs Reinfolgen, Mann, Digga. Wie genau, habe ich aber noch keine Ahnung. Ich weiß noch nicht, warum da den Pau in dem Crane drin ist. Und warum da oben auch eine Kanone ist, sag ich mal. Weil das kriegst du eigentlich nur weg, wenn du die Wolken zerstörst. Und das kannst du nur mit einem Spikeball oder so. Echt tricky, Mann. Okay, die Bombe muss auf jeden Fall einmal drum umlaufen und dann unten angezündet werden scheinbar. Dann die komme ich nicht, aber ich brauche, muss den P-Switch irgendwie aktivieren können. Kann ich das nicht grabben und dann mit Toadette grabben? Und dann nach oben schmeißen? Aber das bringt mir auch nichts. Ich kann gar nicht nach oben schmeißen. Okay, den Pau kann ich einsnaggeln, aber das bringt mir auch nichts. Ich kann ihn wieder hinstellen, irgendwo. Ich kann auch Damage bekommen, theoretisch. Hat jemand eine Idee? Was würde passieren, wenn du den ersten Pau schlägst? Gar nichts, habe ich schon gemacht. Und Marie eben, hi, servus, sei gegrüßt. Wenn der Pi aktiv ist, vielleicht kommt oben der Spike raus. Wenn der ja, aber wie kriege ich den Pi aktiviert? Wie kriege ich den aktiviert, Digga? Kriege ich den Pi aktiviert? Und für was ist der Pau? Thank you.
Oder ist das alles eine Lüge und man kann sich irgendwie durchglitschen durch den. Durch diesen Donut, den man da sieht? Das könnte ich mir auch vorstellen. Schade, okay, so könnte es gehen. Also ich will den Helm mal in die Hand von Toadette nehmen. Wenn es irgendwie geht. Ist nicht so einfach, den zu bekommen, auf jeden Fall. Noch mehr. Ist die Frage, ob man da einen Shelljump machen könnte nach rechts. Da oben ist auch eine Pipe. Die geht auch irgendwo hin. Ist das nur ein Secret? Ist das alles eine Lüge mal wieder? Pibeloon. Kann ich mit dem Pibeloon irgendwas machen? Wir haben noch 60 Sekunden Zeit. Aber mit dem kann ich auch nichts machen, oder? Die Bars müssen liegen bleiben, wo sie sind, um den Spikeball zu steuern. Oder Yoshi Schaden geben und Yoshi über den Pi laufen lassen. Ja, aber wo? Wo kann ich ihm... Ah, da könnte ich ihm Schaden geben. Ja. Das könnte echt gehen, Digga. Nee. Krieg keinen Schaden von dem Ding. Ah, doch. So, und dann... Man könnte vielleicht auch eine Shell nehmen. Aber der eine Bereich, der bringt, glaube ich, nicht viel. Also ich könnte noch ein Cape holen, aber das Cape bringt mir auch nichts. Also das Rätsel müssen wir irgendwie so gelöst bekommen, auf jeden Fall. Und Mr. Monkey Mann, danke für die 20 Bits, Digga. Danke, danke, Mann. Das Problem ist halt, Yoshi läuft dann halt immer in die falsche Richtung, weil ich muss ja nach links drücken, um den Hit zu bekommen. An der Spike. Dann nehmen den Schaden mit der Shell. Ich habe hier halt keine Wand, das ist das Problem. Hätte ich es gewollt, hätte ich es nicht hinbekommen, Leute. Das kann ich euch auf jeden Fall sagen. Oh.
Problem ist halt, ich habe keine Wand. Das ist das Hauptproblem. Hätte ich hier irgendwo eine Wand, wäre es besser. Unten hast du die Wand. Ja, aber dann kann ja Yoshi nicht drüber rennen. Also ich könnte schon gegen die Wand hier ballern, ja. Aber dann rennt Yoshi hier hin und her. Beziehungsweise der rennt dahin und dann wieder raus. Und dann ins Nowhere. Ich meine, hier unten hast du eine Wand, ja. Aber das bringt ja auch nichts. Dann rennt Yoshi nur dahin. Ich muss Yoshi hier einen Hit verpassen. An der Stelle. Damit er rüber rennen kann. Kann man die oben in die Spike werfen? Ja, aber das bringt auch nichts. Hittet man Yoshi nur, wenn man auf ihm sitzt? Ja. Du, sonst rennt er nicht weg. Sonst rennt er nicht weg, der gute Dude. Leider. Schell durch den Donut haben wir schon probiert. Das funktioniert auch nicht. Das aktiviert nur den Power, aber dann passiert nichts. Ist der Sound nicht synchron auf TikTok, Leute? Kannst du Yoshi durchpushen? Ich komme selber nicht durch den Donut, das ist das Problem. Dann kann ich ihn. Ich kann schon ein bisschen durchpushen, aber nicht komplett durch. Also ich kann schon hinter ihm stehen und ein bisschen in den Donut reinschieben, aber das ist dann das Höchste der Gefühle. Kriegt ihr nicht irgendwie anders durchgepusht. Kannst du nicht gegen die Schräge die Shell werfen? Ja, aber dann geht sie hier durch. Wenn ich schneller wäre als die Shell, könnte ich es jetzt machen. Jetzt müsste ich die Shell kicken, schnell auf Yoshi steigen und dann, aber das geht auch nicht, das können wir vergessen. Feuer mit Yoshi einsnaggeln. Das geht auf jeden Fall, ja, aber es bringt mir halt nichts. Ich kann nichts anzünden oder so. Also diese Kanone rechts oben, die finde ich auch noch ein bisschen sus. Wenn ich ehrlich bin. Schwierig. Spielsound ist nicht synchron. Auf Twitch auch, Leute. Ist der Spielsound nicht synchron? Ist das auf Twitch ähnlich? Gamesound hat Delay. Okay, warte mal. Ich guck mal, ob ich schnell gefixt bekomme. So. Müssen wir mal sagen, ob es jetzt besser ist. Der hat richtig Delay. Wenn dann minimal, ist mir noch nicht aufgefallen. Ist jetzt besser? Jetzt passt es sehr gut. Okay, das hilft mir jetzt auch nicht bei meinem Problem. Wie kriegen wir hier Schaden mit Yoshi? Kamera ist futsch. Oh, Leute. Was soll ich machen? Hallöchen. So, ich hoffe, es funktioniert jetzt wieder. Kannst du Yoshi auf den Pau stellen und dann wirfst du die Shell gegen ihn? Könntest du Yoshi auf den Pau stellen und dann wirfst du die Shell gegen ihn? Ja, aber das bringt nichts. Also er kriegt keinen Hit. Also wenn ich nicht auf Yoshi drauf bin, dann kriegt Yoshi keinen Hit in dem Game. Da ist er wieder. Vielleicht oben links neben der Türe ist etwas. Escape bringt uns auch nichts, ne? Feuerblume bringt nichts.
P-Balloon bringt auch nichts. Mit P-Balloon könnten wir eventuell da durchsneaken, vielleicht. Aber dann müsste ich den Pau hinstellen, das wird auch nicht gehen. Wenn du den 100 wegnimmst und den Pau, dann hast du die Wand, die du haben wollen würdest. Das ist richtig übrigens, ja. Das ist true. Man könnte den Pau wegnehmen, den Donut runterdroppen, kicken. Das Problem ist aber, Yoshi muss dann drüber laufen über beides. Ich weiß nicht, ob Yoshi da über beides drüber läuft. Ich muss auf jeden Fall warten, bis der Donut dann respawnt. Also ist auch eine Timing-Geschichte, aber das könnten wir auf jeden Fall mal probieren. Also wir droppen den Donut. Wir warten kurz. Zack, schmeißen. Hit. Der aktiviert den Peace-Switch nicht. Krass, der aktiviert gar nicht den P-Switch. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich hätte gedacht, Yoshi aktiviert den P-Switch, aber das tut er nicht. Und wo ist eigentlich die Shell und warum respawnen die nicht? Bitte. Sorry, alles gut, Mann, Digga. Alles gut. Das war eine gute Idee auf jeden Fall. Eine super gute Idee. Wie kriege ich den P-Switch aktiviert? Ich komme da nicht durch. Ich hätte ein Cape, ich hätte ein P-Balloon. Ich hätte eine Feuerblume, aber die bringt mir alles nichts. Kommentare. Ich glaube, die waren an, oder? Es gibt keine Kommentare. Tut das mal bitte. Was, wenn du den zweiten Pau zerstörst mit einer Shell und dann noch eine Shell den Greifer greifen lässt? Und dann den ersten Pau aktivierst? Über den Pau komme ich nicht durch. Nee, da ist ein One-Way. Ich kann den P-Switch einfach einsnaggeln, nicht voll Idiot. Okay. Eine Bombe kommt da raus. Okay. Also ich muss da einfach den Weg dann bauen. Okay, okay, okay. Wie kriege ich die Bomben jetzt da hoch? Das geht leider nicht. Was passiert denn, wenn die hier explodiert, die Bombe? Nix, oder? Wahrscheinlich. Weil jetzt ist halt die Frage. Es war am Ende so simpel. Das ist noch nicht alles, Leute. Das Rätsel geht noch weiter. Ich hätte nicht gedacht, dass Yoshis Zunge so brutal lang ist, Mann. Ist ja ultra beeindruckend. So, das Problem ist halt nur, die Bomben laufen jetzt auf das Pau drauf, aber dann passiert nichts. Eigentlich bräuchte ich noch eins höher. Alter, das ist echt ein krasses Rätsel, Mann. Oh, guck mal, habt ihr gesehen? Wie habe ich das jetzt gemacht? Okay. Jetzt brauche ich die Shell. Aber dann explodiert er doch. Im Fallen muss ich die aktivieren, oder? Ich glaube, wenn ich den Pau direkt im Fallen triff, ich glaube dann,
krasses Rätsel auf jeden Fall, Mann. Yes. Oder auch nicht yes. Wie kriege ich die Bombe jetzt noch da runter? Muss ich das zuerst machen? Wie kriege ich die Bombe da durch? Sag mal. Pow auslösen vor P-Switch. Eine Shell in die Kralle. Ja, und dann? Ich meine, wir können es mal probieren, bevor wir jetzt hier ewig dumm rumstehen, aber... Cool. Man könnte den P-Switch mit rauszögern, auf jeden Fall. Das wird gehen. Guck mal, das geht auch nicht immer. Gefangen. Wenn genug drin sind, vielleicht... Und eine Bombe in die Kralle stützt auch nichts. Das wäre das Einzige, was mir noch einfallen würde. Man könnte vielleicht mal probieren, eine Bombe in die Kralle zu machen und vielleicht auch hochzujagen oder so mit dem Feuer. Habe ich schon überlegt, aber weiß nicht, ob das irgendwas bringt. Also ich finde es auch sass, dass da halt ein Pow drin ist irgendwie. Und Gamerboy, danke fürs Reinfolgen, Mann, Digga. Dass der manchmal nicht getriggert wird, finde ich auch irgendwie. Okay, jetzt haben wir dann gleich eine Bombe da drin. Bringt das irgendwas? Die droppen da halt einfach durch. Ich meine, wir könnten sie jetzt mal noch anzünden, aber ich glaube nicht, dass das viel bringt. Also was ich noch nicht verstehe, ist diese Kanone da oben, die verstehe ich nicht. Okay, die geht auf jeden Fall aus dem Ding raus. Eine Bombe. Dann musst du die Bombe anzünden, dann Wolke zerstören, dann droppt die Kanone runter. Das habe ich gerade probiert, das hat nicht funktioniert leider. Und Withercraft, sei gegrüßt, Mann. Habe auch gedacht, vielleicht zerstört eine Bombe die Wolke, aber leider auch nicht. Halt. Also wie du da eine Bombe da unten reinballern willst, Mann. Keine Ahnung.
Und Apokalypse, danke fürs Team, Herzmann. Nachdem du den blauen Pi aktivierst, erscheint unten der gelbe. Was ist denn das? Das ist, glaube ich, nur ein Indicator. Glaube ich, dass da die Bombe hin muss. Aber theoretisch könnte ich den P-Switch nochmal mitnehmen. Ich würde auch sagen, ich bräuchte da zwei Paus da unten. Oder zumindest eine. Kann man nicht mit Bomben unten die Steine zerstören und dann ins Ziel laufen? Doch, genau das müssen wir machen. Wir müssen mit der Bombe müssen wir die Steine zerstören. Aber wie kriegen wir die Bombe hin? Also ich kann auch Bomben nicht mit dem Yoshi einsnaggeln. Der isst die einfach. Der kann die dann nicht wieder ausspucken, leider. Und wenn du jetzt eine Shell auf die Kralle schmeißt? Ich meine, wir können es probieren, aber... Dann sterben die. Irgendwie ist es innerhalb 29 Sekunden machbar, ja. Also ich habe keine Ahnung, Leute. Keine Ahnung. Ich frage mich, was passiert, wenn der Power aktiv ist. Und Shadow Bro, Mann, danke für das Reihenfolgen, Mann. Was ist das Rote unten rechts in der Ecke? Das ist wahrscheinlich Semi-Solid. Background. Glaube ich. Wüsste nicht, was sonst sein sollte. Ich muss unten den gelben einsammeln. Dann Bombe soll am Wolke lauern. Ja, am liebsten hätte ich da ein Pau zwischen den Wolken, sage ich da unten. Damit die Bombe über den One-Way drüber laufen kann. Also eigentlich müsste ich den Pau irgendwie droppen lassen, aber ich weiß nicht wie, weil der Grain lässt nur Sachen los, wenn ich unter ihm stehe oder in der Nähe bin. Ich weiß nicht, ob es geht, dass man Yoshi da in den Grain reinballert. Aber ich brauche Yoshi. Krieg ich auch nur mit Yoshi hin, das da hoch zu glitschen, leider. Okay. Direkt am Anfang so ein Brett, ja. Das ist auf jeden Fall ein krasses Rätsel, ja. Okay, jetzt haben wir die Bombe da drin. Wir können noch eine dahin ballern. Ich weiß nicht, ob mir der Pibeloon irgendwas bringt. Ich glaube nämlich nein. Oder das Cape, wo wir vorhin noch gesehen haben. Und sonst war da ja nichts. Was man hätte mitbringen können, glaube ich. Man könnte sie auch anzünden. Die Spring da oben verstehe ich auch nicht. Kann den P-Switch in die Kralle reinspucken? Ich glaube, so weit kann Yoshi nicht spucken. Ja, kann man. Ich weiß nicht, ob das sogar schon reicht, dass die da nicht reindroppen. Vielleicht aktiviert so oben bei der Pipe noch was, wenn du da drauf drückst. Zum P-Switch finde ich ultra interessant, dass der da liegen bleibt. Wow.
Ja, wir haben sowieso nur noch 20 Sekunden, aber... Und den P-Switch, den kriegen wir auf jeden Fall nochmal. Ja. Jackpot. So muss der P-Switch liegen. Und wir müssen aber davor den Power noch zerstören, bevor wir den P-Switch dahin werfen. Also da müssen wir jetzt ultra schnell sein, glaube ich. Okay, wir müssen P-Switch aktivieren, in die Pipe, Shell nehmen, den Power zerstören. Das war schon mal ultra langsam. Jetzt muss noch einer droppen, ja, sehr gut. Shit, ich muss den P-Switch... Warum ist der... P-Switch muss ich davor auch noch... Okay. Also P-Switch mitnehmen, P-Switch aktivieren, rein. Okay, eine Bombe kommt noch. Eine Bombe haben wir. So müsste es klappen, oder? Komm schon, Mann! Übelst kompliziert. Bitte. Und A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, L, L, K. Sei gegrüßt, Mann, und danke fürs Reinfolgen, Mann. Keine Ahnung. Ich glaub, war aber richtig. Ja, wie soll ich es aber, wie funktioniert es dann? Und B, F, S, D, J, W, Mann, danke für die Rosen, Mann, und danke fürs Teamherz. Nimm den P-Switch mit durch die Tür. Dann respawnt er nicht. Das sah so richtig aus. Ich habe gerade gedacht, das so funktioniert. Aber der Idiot geht am One-Way nicht vorbei. Der droppt da kurz runter. Man kann die Bombe nicht im Mund nehmen. Der schluckt die einfach runter. Take the power. P-Switch muss noch ein Pixel weiter. Ne? Das kann sein, ja. Also gut, bevor wir jetzt dumm rumstehen und in der Nase popeln, probieren wir es nochmal. Okay, aber der Power muss auf jeden Fall zuerst weg, bevor ich den P-Switch schmeiß. Okay, also wir brauchen auf jeden Fall die Shell, glaube ich. Und wir brauchen die Shell aber nochmal. Jetzt brauche ich noch eine Bombe. Meint ihr, das ist das Rätselslösung? Und dann noch eine Bombe mehr triggern, wenn es gut läuft? Wir haben noch 200 Sekunden. Ich muss den sowieso zuerst triggern. Ja, ist ja gut. Diesmal sind es zwei, sehr gut. Okay.
ist aber auch so random, was da passiert, wenn Yoshi den, den P-Switch irgendwo hinballert. Mal snackt er ihn ein, mal nicht. Schwierig. Also ich verstehe auch nicht genau, was da die Physik ist, warum er manchmal den Pau das Ding einsnackelt und manchmal nicht. So geht's auch nicht. Also ich muss den Pau auf jeden Fall zerstören. Vorher die Shell rein, ja. Also gut, dann brauchen wir die zwei Shells, um die da reinzumachen auf jeden Fall. Jetzt ist das schon wieder so komisch. Also was, vielleicht muss ich mit Anlauf das Ding da reinschlucken oder so, keine Ahnung. Schauen wir mal. Das nervt mich auch immer. Alter, ist das ein Scheiß, Mann. Jetzt muss ich das Ding noch mit dem richtigen Speed werfen, oder? Okay, das sieht auf jeden Fall so aus, als wäre das schon mal nicht ganz verkehrt. Das ist die magische Soße des Jahrhunderts. Danke. Aber der droppt doch dann jetzt auch einfach runter, oder? Ja, sehr gut. Also gut. Haben wir es endlich gelöst, Mann. Krass Rätsel auf jeden Fall, ja. Das war echt ein krasses Rätsel, das ist richtig. Heilige Mutter Gottes. Sehr gut. War ein cooles Rätsel auf jeden Fall. Auf jeden Fall Spaß gemacht. Und einem liegen, Mann. Danke fürs Bit, Digga. Danke, danke, Mann. Bomb Manipulation Puzzle. Aber mir geben kein Like. Käffchen ist schon leer. Richtiges Rätsel, ja. 8 von 10. Ja. Es war ein bisschen zu viel magische Soße, meiner Meinung nach. Aber alles in allem. Nicht verkehrt. Und Fuxi, danke fürs Teamherz, Mann. Schon süß, wie der Gumba dir über die Schulter guckt. Ja, der guckt meine Hauptschlagader am Hals an. Der will mich töten irgendwann. Und Mira, Christine, Mann, danke für die 2 Lucky Picks. Und Fuchs, Mann, danke fürs TikTok. Danke, danke, Mann. Habe das GG-Geschenk nicht mehr? Ich verstehe es auch nicht, Leute. Tut mir leid. Okay, das sieht auch wieder schön aus. Wieder einen schönen P-Switch am Start. Okay, der respawnt auch ständig.
Okay, da oben müssen wir hin, da ist eine Pidor. Auch sehr schöne Musik mit am Start. Kommt der irgendwann wieder runter, der P-Switch? Ja. Die Spikeballs ballern den P-Switch wieder weg, oder? Er wurde aktiviert. Ah, das konnte ich nicht so liegen lassen, den Zehner und die Feuerblume leider. Okay. Upsi. Ich liebe den Soundtrack, Mann. Wir müssen noch einen Bum-Bum noch töten. Soundtrack ist sehr nice, ja. Oh, da kommt Willy the Wiggler. Den will ich nicht böse machen. Der kann dich nämlich ganz schön abfacken, wenn er will. Eine für die Road. Weiter geht's. Okay, hallo. Okay. Wo muss ich hin? Keiner weiß es. Muss ich auf dem Snake Block bleiben? Das fuckt mich doch jetzt bestimmt gleich ab, das Ding, oder? Ja. Das war genau das, was ich nicht wollte. Okay, da wäre die Türe gewesen, verstehe, okay. Können wir es resetten? Nein, natürlich nicht, weil das Level ist so schwer, das kann ich nicht mal resetten. Okay, man könnte mit ein paar auch noch irgendwas drehen vielleicht. Okay, wir brauchen auf jeden Fall den Snake Block. Ist der Sound nicht von Mario Galaxy und Nadine? Doch. Und Maike, Mann, danke für die 5 Bits, Digga. Okay, kein Checkpoint. Wir müssen den ganzen Anfang immer wieder machen. Okay, immerhin wissen wir jetzt, was wir machen müssen. Puh, das war auch close. Und Sophia, Yoshi, Mann, danke für die 5 Bits, Mann, Digga. Danke und sei gegrüßt, Mann. Uiuiui. Hallo, Wiggler.
verpissen sich mit der Zeit zum Glück. Okay, ich bin ein kleiner Pimpf. Krieg nicht mal ein Leben, schade. Vielleicht dann in die Zange und auf den Snakeblock warten. Ja, genau. Aber eben, das weiß man erst hinterher, halt, sag ich mal. Ich habe ja keine Ahnung gehabt, wo der Snakeblock hätte ja auch nach rechts gehen können, sag ich mal. Krieg aber kein Like, wir machen weiter geht's. Kannst du meinen Level spielen? Ja, wenn du 2-3 Monate auf dem Discord aktiv bist, dann kann ich auch dein Level irgendwann spielen, ja. Und Michael Hurni heißt er, sei gegrüßt. Start. 3 von 10. Es war ein nettes Gimmick-Level auf jeden Fall. Okay. Sehr cool, wenn es mal wieder ein angenehmer Schwierigkeitsgrad kommt. Okay, ja, den müssen wir auf jeden Fall nehmen. Bumerang. Okay, den nehmen wir auch mit. Okay, den können wir wahrscheinlich einsnaggeln. Auch krass irgendwie, dass man mit dem Bumerang diese Blöcke kaputt machen kann. Checkpoint und keine 3 Leben. Ja. Bald auch eine Clear Condition halt. Alles nur ein Secret? Okay, krass. Das heißt, ich muss da Damage durchboosten wahrscheinlich, ne? Ja. Okay, einen Pilz haben wir durchbekommen, das ist nicht verkehrt. Checkpoint, safe, eine cool gestaltete Stage bisher. Underground haben wir auch noch mit am Start. Okay, Bullet. Okay, meiner Meinung nach auch ein bisschen unnötig, aber können wir mal machen. Dürfen noch schön Kopf dann. Ich hoffe, ich brauche es nicht noch. Warum spielst du eigentlich zu Date? War gestern Abstimmung. Die Leute wollten Todette sehen. Man könnte hier Leben farmen. Aber wahrscheinlich nicht. Und Toilette ist auch cool, finde ich. So close. Also Puhbär, also der große Puhbär, der spielt ja auch immer Toilette. Kann ich schon verstehen. Der hat schon Styling, das ist irgendwie cool. Sehr gut. Stern.
nicht gewusst, was noch kommt, Digga. Okay, da haben wir auf jeden Fall ein paar Münzen. Top of the Flag noch. Sehr schön. Richtig gute Stage auf jeden Fall, finde ich. Luigi passt besser zu dir. Da, Leute. Mario passt auch gut. Toadette auch. Toad auch. Power Up Paradise. Wir haben schon wieder einen neuen Rekord aufgestellt. Also wir grinden auf jeden Fall die Rekorde zurzeit. Kriegt ein Like. Ich würde hier auch gerne cool geben. Oder mir geben einen Sticker. Geben hat Spaß gemacht. Das war eine coole Stage auf jeden Fall. Einmal alle Power-Ups durch. Mal was anderes. 9 von 10. Ja. Dasselbe hat jetzt gute Indikator. Das mit dem Stern war ein bisschen schwierig, sag ich mal. Da hätte man dem Spieler erst die Situation zeigen können und danach den Stern geben. Und Maike Mann, danke für die 5 Bits. Danke, danke. Und Jano Manumann, danke für die 5 GGs. Johannes Mann, danke fürs GG. Und Vivi Mann, danke für die 8 Rosen. Und Nathalie Mann, danke für die 5 GGs, Mann. Da ist das Spiel. Das ist Super Mario Maker 2 für die Switch. Leider keine Leben. Ja. Alles gut. Okay, das könnte mit dem Ableihen schon wieder ein bisschen besser passen. Das ist halt echt krass, Mann. Du hast halt eine Millisekunde Zeit, um das Level zu clearen. Das ist nämlich auch nicht richtig. Du musst... Also ihr seht hier auch, oder? Der rechte Block unten ist ein bisschen kleiner als der linke, aber das stimmt nicht. Du musst genau zentral stehen, sonst schaffst du den Sprung nicht. Das seht ihr auch und das musst du in der Zeit dann schaffen. Das ist auch nicht zentral. Also es muss pixel-perfekt sein. Also der Pixel muss perfekt sein. Ist auch nicht perfekt. Und dann halt auch noch auf Zeit, Mann. Das wäre perfekt. Das sieht man auch, dass es genau ableint mit Toadette. Mit den Füßen, wenn sie sich duckt, dann ist alles genau gleich wie der Hintergrund. Aber es macht keinen Sinn, das Level zu grinden. Auch wenn es der einzige Jump ist, aber... Sollen wir es nochmal machen? Skip. Und Roger, Mann, benutzt nicht so oft das FCH, bitte, im Chat. Skip, 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 skip. Und Sarah heißt, er muss sagen, grüß, skip, skip. Skip. Ja, wir probieren es noch einmal. Gucken wir mal, vielleicht kriegen wir es in der kurzen Zeit mit Glück hin. Vielleicht. Probier. Probieren wir mal. Trump, Jump. Das kannst du vergessen, es geht viel zu schnell. Das wäre es jetzt gewesen. Also, mir skippen. Also bitte mein Level spielen. Und DM, ja, ich kann dein Level spielen. Eben wenn du ein paar Monate auf dem Discord mit dabei bist, gerne. Puzzle Action Easy Type. Jetzt kriegen wir mal ein schönes Puzzle. Okay, die Leben fühle ich schon mal auf jeden Fall. Well, die Pipe. Die müssen wir irgendwie anzünden, auf jeden Fall. Das sind auch noch Münzen. Mal aktivieren, das steht ja. Ne? Okay, dadurch kommt eine Shell. Aber die bringt mir nichts.
Vielleicht bringt sie mir hier irgendwas. Nee. Das ist schon kaputt gemacht, oder? Das kann ich, glaube ich, gar nicht mehr lösen, wahrscheinlich, das Rätsel. Okay. Ja, durch die Wand werde ich den wahrscheinlich nicht aktiviert bekommen. Schade. Ich glaube, es ist irgendwie sowas. Wahrscheinlich muss man die Bombe genau im richtigen Moment irgendwie abballern mit dem Ding. Das war, glaube ich, auch noch ein Tick zu früh. Denkt halt Nintendo, ich liebe solche Level. Das Problem. Ja, jetzt ist er weg. Sehr gut. Okay. Damit können wir die Shell dann nehmen und dann triggert. Auf jeden Fall mal aufsetzen. Okay, dann haben wir die Shell. Die können wir mal zum Stoppen bringen. Die können wir vielleicht nachher noch gebrauchen. Bin ich jetzt ertrunken? Schade. Skibidi-Dop. Ja, gucken wir mal. Von ganz links durch den Screen auf die rechte Seite kommen, in der Höhe von der Pipe. Ich glaube, wir waren schon auf dem richtigen Weg, aber ich bin leider erst offen. Ärgerlich. Und Mimi sei gegrüßt. Ob man da einen Pilz bekommt, ist auch dubios, finde ich. Okay. Brauchen den richtigen Rhythmus wieder. Das war ein Tick zu spät. Ich wieder trinken, bitte. Ding weg, dann kriegen wir wieder den Helmet. Können wir gleich nochmal resetten, dann kriegen wir nochmal einen. Okay. Und eine Shell haben wir auch mit am Start. Okay, was kann man denn machen? Die Bombe, die könnte man wegballern. Okay, egal, die Shell interessiert mich jetzt erstmal noch nicht. Wir könnten in die Türe, das wäre auch ein Reset wahrscheinlich. Können wir die Bombe irgendwie nehmen und irgendwo anders hinballern? Also wir müssten mal noch die Bombe nehmen und irgendwo anders hinballern wahrscheinlich. Explodiert es sofort. Aber ich muss mal ganz kurz auf Toilette, Leute. Ich bin gleich wieder da. Kleiner Moment, 5 Minuten. Bin gleich wieder da.
So, aufs Klo. Wo ist der hin? Ich bin schnell auf die Toilette, Leute. Ich habe auch menschliche Bedürfnisse. Und Jennymann, danke fürs Teamherz. Okay, gucken wir mal, dass wir das Rätsel jetzt noch gelöst bekommen. Das sieht auch auf jeden Fall nach einem interessanten Rätsel aus, wieder. Wir brauchen auf jeden Fall die Bombe, glaube ich, für das Rätsel. Und Patrick heißt, servus, sei gegrüßt. Ich will halt keinen Hit bekommen, irgendwie. Man könnte. Ich krieg die aber auch nie angezündet, irgendwie. Also, ich glaube, ich muss die Bombe halt irgendwo hin mitnehmen. Man könnte den Switch nochmal triggern, dann ist der Mancha weiter unten. Ah, ne, da ist der Semi-Solid noch. Das Problem ist, wie kriege ich den blöden Mancha da weg? Ich glaube, ich gehe da jetzt einfach mal hoch. Den nehmen wir mit. Ich weiß nicht, ob ich geduckt fliegen kann. Ich glaube nicht, oder? Ich glaube, ich kann geduckt nicht fliegen, Mann. Okay, man könnte ja auch einen Shelljump probieren. Aber dann, ich glaube nicht mal, dass man geduckt einen Shelljump machen kann. Das heißt, du kommst da nicht hoch? Kriegst du die Bombe dann angezündet? Hat irgendjemand eine Idee? Mit dem Fragezeichenblock aktivieren? Ja, die Bombe kommt halt nicht da hoch, das Problem. Also ich meine, selbst wenn ich jetzt den Switch hier nochmal aktiviere. So, jetzt ist ja der Mancha da oben. Ich meine, wir haben jetzt eine Shell dazu bekommen, aber die hilft uns auch nichts. Die hilft uns auch nichts. Gibt's halt nur noch Rätsel. Das Problem ist halt, ich komme da nicht hoch. Ich könnte jetzt Damage bekommen und als kleiner Pimp vielleicht mit einem Shellcham probieren, da hochzukommen. Und dann das Ding wegzuballern. Das ist wahrscheinlich auch der Catch hier. Das Einzige, was mir jetzt einfällt, wir machen Shellcham, holen, ballern unten das Ding weg. Das Einzige, was mir jetzt gerade einfällt. Ich glaube, das müssen wir hier auch machen. Helm aufziehen, reingehen. So, da können wir den Switch dann wieder triggern. Zack. So, und dann können wir es nochmal resetten, auch in die Türe. Dann triggert nämlich der Steinblock nicht nochmal. So. Und jetzt können wir uns theoretisch diese Bombe einsnaggeln, wenn wir den Shelljump schaffen. Den Block mal wegballern. Dadurch kommen wir immer wieder hier durch. Okay, resetten kann man auch. Okay, wir brauchen auf jeden Fall den Helm, sonst kommt man hier nicht resetten. Krass. Okay, dadurch kriegen wir auch eine Spring hier hin. Sogar. Cool, okay. Ich weiß nicht, ob das jetzt intended war vom Level Creator. Das ist mir noch nicht klar, aber... Halt! Schade. Okay. Alter. So, wieder den Helm einmal. Danke, danke. Okay,
Okay, die Bombe brauchen wir so oder so. Okay. So. Dann müssen wir den Switch nochmal aktivieren, glaube ich. So, dann da rein. Ist der Mancher da oben. Und dann hätte ich aber gern den unteren Block hier auch noch weg. Ich will wissen, was da drin ist. Okay. Okay, den P-Switch haben wir auch noch mit an den Start. Okay, sehr gut. Die Spring haben wir. Damit könnte man nochmal zurück und eine Feder holen. Das machen wir noch geschwind. Wir haben ja genug Zeit. Hahaha. Wir haben ja genug Zeit. Noch 90 Sekunden. Also wenn ich den Checkpoint jetzt noch bekomme in der Zeit, das wäre schön. Okay, wir haben alle Utensilien, die wir brauchen. Jetzt müssen wir noch den P-Switch. Okay. Okay. Wir müssen den Switch hitten. Und bitte nicht dabei sterben, das wäre schön. Und jetzt müssen wir ihn nochmal hitten. Krieg's nicht mehr hin in der Zeit. Schade. Shit. Sekunden. Den nehmen wir mit. Den aktivieren wir schon mal. Aktivinski. Aktivinski. Da rein. Konzentration jetzt mal. Da hätten wir schon wieder aktivieren müssen. Es liegt da jetzt auch alles im Weg rum. Alter, ist das ein Krampf? Jetzt kriege ich es aber nicht nochmal ab. Ja, doch. Das ist jetzt nicht dein Ernst, Mann, Digga. Wir müssen es nochmal machen. Hat zweimal getriggert. Leider. Schade. Alter, heute ist echt Rätselland, Mann. Und Caliboy, Mann. Danke fürs Reinfolgen, Digga. Vielleicht geht das zweite Rätsel ja ein bisschen schneller. Vielleicht. Gott, jetzt muss ich das alles wieder auf die Kette kriegen, Mann. Okay, Pilz. Das war ein Tick zu spät, leider. Schade, Schokolade. Ja. Ärgerlich. Theoretisch hätte ich ihn einfach so triggern können. Schade. Okay, diesmal nicht zu spät, bitte. Sehr gut. Damit ist der Block zerstört. Dann kriegen wir einen Helm. Den können wir gleich aufsetzen. Dann kriegen wir nochmal einen Helm. Also Helm brauchen wir gar nicht. Wir müssen erstmal das da machen. So, dann sind wir der kleine Pimp. Ich weiß nicht, ob der Shelljump intended ist oder ob es irgendwie anders gehen sollte, laut Level Creator. Das weiß ich noch nicht. Okay, dann müssen wir den Switch aktivieren. Zack. Und dann müssen wir da nochmal in die Türe. Ist der Mancher wieder oben. Dann können wir den Shell Jump nochmal machen. Krass, Mann. First Try. Cool. So, dann machen wir den dahin. Den anderen ignoriere ich jetzt, glaube ich mal, oder? Ziehen. Durch die Türe. Okay.
Danke. Okay, will ich den P-Switch? Ja komm, ich nehme mal, warum denn nicht? Jetzt bin ich gejodelt. Oh Mann. Und Johnny Mann, danke fürs Bruderherz, Digga. Alter Falter, Mann, ey. Auch wieder ein Rätsel direkt aus der Hölle. Schade, konnte nichts mehr machen, wenn du da den Hit kassierst, da ist vorbei. Okay, nicht zur Strafe, nur zur Übung. Okay, diesmal haben wir sogar First Try geschafft, sehr schön. Und dir und ihrer Mann, danke für deinen Prime-Abo, Mann, Digga. Danke, danke, Mann. Wir ziehen uns auf jeden Fall den Helm auf, dann müssen wir hier wieder das Ding reinballern. Und Johnny Mann, danke für den Capybara, Mann, Digga. Wir brauchen Schaden. Wir brauchen Schaden. Alter. Danke. Und Manu, Maria, Maximan, danke fürs Fingerherz und Lars, sei gegrüßt und danke für den Babyfuchs und P-Mann, danke für die 11 T-Gifts, Mann, Digga. Okay, wir brauchen Jardin, das kriegen wir hin. Dann brauchen wir die Switch-Stellung. Wir ziehen uns hier den Helm wieder auf, können da rein und dann kriegen wir den Shell-Jump. Dass ich den First Try jedes Mal mache, das ist echt Wahnsinn. Okay, wir machen nur die eine Luke auf, den Rest lassen wir, wie es ist. Ich hoffe, wir brauchen den P-Switch nicht. Ich hoffe, die Bombe kann da einfach drüber latschen, aber das wird man dann sehen. Notfalls können wir die Spring da auch reinballern noch. Okay, Helm aufsetzen, Punkt Nummer 1. Und dann brauchen wir den da. Dann brauchen wir den da. Cape holen. Ja gut, und Hoppelhase, servus, sei gegrüßt. Okay. Alter, ist das ein Krampf? Das glaubst du ja fast nicht, dass das mit rechten Dingen zugeht, Mann. Wie viel Pech kann ein Mensch haben? Danke. Alter, kannst du jetzt einfach mal den On-Off-Switch hitten, wenn ich das will, bitte? Das wäre schön. Okay, die geht da rein. Da brauchen wir den P-Switch drin wahrscheinlich, ne? Wie kriegt man den da hinten hin? Wie kriegt man den da hinten hin? Wie kriegt man den da hinten hin? Jetzt müsste ich ihn irgendwie anzünden können. Cape. Ich komme da ja nie wieder raus. Und Maldo Theermann, danke für die 5 Bits. Danke, danke. Und Yannick Mann, danke für die 10 GGs. Und P-Mann, danke fürs Fingerherz, Digga. Immer eine Idee. Nochmal aktivieren, dann explodiert er doch. Ja, richtig, Digga. Das ist... sehr gut. Okay, das heißt, jetzt haben wir das. Jetzt müssen wir die Bombe nochmal hier rauskriegen, um die dann da oben reinzuballern. Das können wir aber mit der Spring, könnte man da hoch. Okay, also jetzt kommen wir da auf jeden Fall schon mal hoch. Das ist nicht ganz verkehrt. Wir brauchen aber das Switch. Oh, guck mal, hier haben wir sogar... ah, guck mal. Easy Mode, sehr schön. Wir brauchen aber Schaden. Kriege ich mal schnell Schaden von dir, Digga. Danke. So, dann können wir die aufsetzen.
Kann man die Spring nehmen, können da hoch. Kann die Spring nehmen. Die resettet sehr gut. Weil den hätte ich gern mit dabei dann für die Road. Okay, dann können wir den da hin balancieren und dann können wir da hoch. So, jetzt muss ich nur an dem Manja irgendwie vorbeikommen noch. Aber wie komme ich an dem Manja vorbei? Ich könnte fliegen. Aber dann stirbt auch alles. Ich weiß nicht, ob das reicht zum Fliegen. Mit dem Manja, also den Manja kann man zerstören mit dem Fliegen. Ich weiß nicht, ob der Platz reicht, um da so einen Ground Pound zu machen beim Fliegen. Upsi. So, dann ist der Manja weg. Dann können wir die Blöcke zerstören. So, dann haben wir die Blöcke zerstört. Aber ich hätte gerne auf jeden Fall noch was für die Road mit dabei. Jetzt dürfen wir es uns aussuchen. P-Switch. Dass da ein Cape rauskommt, auf jeden Fall. Was wollte ich jetzt machen? Die Spring wollte ich da hinten reinballern. So. Können wir alles brechen jetzt? Okay. Okay, wäre wurscht gewesen. Nehmen wir nichts mit. Weiter geht's. Checkpoint. Zweites Rätsel. Ground Pound geht nicht. Das Problem ist, ich krieg den nicht aktiviert leider. Ich brauche eine Bombe. Muss ich in der Zeit die Bombe da durchkriegen, Mann? Okay, das hilft auf jeden Fall. Die Dinger brauchen wir nicht. Okay, die Dinger können wir auf jeden Fall kaputt machen. Jetzt muss ich die Bombe noch bis hierhin eskortieren, oder? Ist das das Ding wahrscheinlich hier? Hier gibt es nochmal eine Türe, aber da komme ich nicht rein. Könnte ich irgendwas mitbringen, dass ich rein? Ich könnte einen P-Switch-Jump machen, aber das ist auch Quatsch. Ich brauche die Bombe. Ich muss die Bombe bis hier hinbringen, oder? Oder hat jemand eine andere Idee noch? Also mit einem Spin-Jump weg mal. Eigentlich schon, oder? Das müsste gehen sogar. Alter Falter, okay. Reset-Door. Okay, da unten könnte man vielleicht reinfliegen. So nicht. Und als kleiner Pimpf komme ich da aber nicht durch. Weiß nicht, ob man da irgendwie reinsneaken kann. Ich glaube eher nein. Also ich weiß nicht, ob das alles eine Lüge ist und mal die Bombe noch braucht aus dem Raum davor. Das könnte ich mir nämlich echt vorstellen. Ich glaube, so komme ich da nicht rein. Also ich glaube, wir brauchen die Bombe. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. P-Switch reicht doch, oder? Wenn ich da reingesneakt bekomme, ja. Aber ich glaube eher nein.
Pisic reicht doch. Und Animan, danke fürs Reinfolgen. Und Madstop, dir auch danke fürs Reinfolgen, Mann, Digga. Alle grauen Blöcke zerstören und danach passend Items schauen. Ich glaube, wir haben fast alle Blöcke zerstört gehabt, oder? Oh, da ist ein Pau. Da gibt es auf jeden Fall ein Pau, aber der bringt mir auch nichts, oder? Pau bringt mir nichts. Da ist ein P-Switch noch mit am Start, der bringt mir auch nichts. Ich habe noch 4 Sekunden, wir haben den Checkpoint, aber... Das Problem ist, was passiert, wenn wir jetzt zurückkommen? Klein und P-Switch? Also ich brauche auf jeden Fall die Feder. Ich komme nie wieder zurück. Also alles, was wir brauchen, ist in dem Raum. Krass, das hätte ich nicht gedacht. Jetzt haben wir den größten Pain an der Backe, den wir jemals gesehen haben, glaube ich. Also du musst irgendwie da oben durch. Alter Mann, jetzt kommen wir nie wieder zurück. Aber er hat es vom Checkpoint aus auf jeden Fall geklärt, irgendwie. Der muss ja vom Checkpoint aus abschließbar sein, ja. Aber ich hatte jetzt vorhin noch mehr Optionen halt. Jetzt habe ich Probleme. Ich weiß nicht, wie man da reinsneaken könnte. Ohne Helm vielleicht. Da ist auch noch ein One-Way. Und Gregor Jack, hi, servus, guten Morgen. Und Patrick Mann, danke fürs Maxwell. Und danke für die 11 TikToks, Mann. Und danke für den Waschbär, Mann, Digga. Hat irgendjemand eine Idee, Leute? Hat sowas irgendjemand schon mal gesehen? Und Lars Mann, danke für die 5 Fingerherzen, Digga. Sieht, dass da Münzen drin sind. Alter, das ist halt der größte Pain unter der Sonne, was er hier gebaut hat. Danke. Aber hier ist auch gar nichts, nix. Kein Hidden Block, kein nix. Hat irgendjemand eine Idee? Ich glaube, das alles ist fake und man muss oben am Ziel warten. Leider nein. Kommentare an. Auch nix. Und Yannick Mann, danke für die 49 TikToks. Und Lea Mann, danke für die viel Glück, Mann. Die kann ich gut gebrauchen. Outfit-Check. Keine Ahnung, Leute. Keine Ahnung. Triggert man irgendwas, wenn man fliegt? Weiß das jemand? Vielleicht kannst du jetzt zurück. Also die Blöcke, die sind immer davor. Da geht nichts. Mini eventuell. Das Problem ist, wenn ich jetzt klein bin, dann komme ich da nicht mehr durch. Weil ich brauche das Cape, um die Blöcke zu aktivieren, damit ich durchgehen kann. Also wenn, dann kann man da irgendwie durchsneaken. Aber wie? In die kleine Gap rein. Ach Mist. Ich habe es auch schon überlegt gehabt, ob das funktioniert, aber... Vielleicht gibt es da irgendwie einen Trick, dass man da reinsneaken kann und dann gleich springen oder so. Aber die Toilette steht halt sofort wieder auf, wenn sie die Kante berührt, leider. Magische Soße ein bisschen schon. Bleib mal oben auf dem Ziel stehen. Ja, haben wir auch schon probiert. Das funktioniert leider auch nicht.
Und Patrick, Mann, danke für den Schnappschuss, Mann, Digga. Also man kann hier schon auf dem Ziel stehen bleiben, aber das Ziel grabt er dann trotzdem nicht ein. Über die Spikes wieder in den ersten Raum. Das Problem ist, ich kann nicht in den Spike reinlaufen, ja. Und ich krieg dann auch Schaden, aber... Das bringt nichts. Ich raff es absolut nicht. Eventuell Kommentare gucken. Ist auch nichts da. Ich raff's auch nicht. Und Yannick Mann, danke für den Schnappschuss. Oder für die 10 Schnappschüsse. Und Patrick Mann, danke für den Schnappschuss. Kannst du nicht fliegen mit Anlauf? Doch, aber es bringt nichts. Außer du kannst mit Anlauf abheben, rumdrehen, fliegen und dann da rein sneaken vielleicht, aber das wäre ein krasser Move. Weil das Problem ist, du kannst halt nicht rückwärts fliegen, du kannst nur vorwärts fliegen. Vielleicht ist das echt wirklich der Move hier. Vielleicht musst du da echt reinfliegen irgendwie. So lehm ich nur, du musst im letzten Moment umdrehen, irgendwie, wie das gehen soll. Wie kann man so da rein sneaken? Aber das ist auch eine weird Attack, die habe ich noch nie gemacht. Alter, vorhin hat mir das Ding besser gefallen. Aber wenn ich jetzt timeoute, Leute, wir haben das Level gesehen, also viel mehr wird's nicht. Das wäre fast richtig. Und dann vielleicht fliegen und hoffen, dass er da rein sneakt. Vielleicht. Vielleicht ist die Hitbox im Fliegen auch nur ein Block groß. Vielleicht. Easy Type lauter Stelle. Ja. Ja. Schade. Und Sinnigelmann, danke für die 5 Bits, Digga. Danke, danke. Halt Mario Maker, Leute. Stellt euch mal vor, wie OP der Typ ist, Mann. Dass das für ihn easy ist, ne? Das ist ja Hammer, krasse Maker-Creator, Mann. Der muss ultra gut sein in Mario Maker, Mann. Wenn das für ihn easy ist, Mann. Was für ein krasser Typ, Mann. Unglaublich. Was für eine Ehre, dass ich sein Level spielen darf. Wir werden das geben, Leute. Das ist mir zu einfach, das Level. Auch wenn es mich triggert, auch wenn ich es gern hinkriegen würde, irgendwie mit der Tech. Und Bennemann, danke fürs Reinfolgen, Digga. Das Problem ist, der fliegt dann halt auch nicht richtig. Kann man mit dem Cape nicht den Block unten, dem Fragezeichen, kaputt machen und dann unten den Block durch und dann mit dem Cape die anderen Blöcke auch kaputt machen? Das Problem ist halt, du kriegst diese Fragezeichenblöcke oder diese Blöcke, die jetzt aktiviert sind, die braun sind, sag ich mal, die kriegst du nicht kaputt mit dem Cape. Du musst oben rum. Dir bleibt nichts anderes übrig. Schade. Irgendwie sowas muss es sein, also dass du da durchfliegst, glaube ich. Und dann da rein sneakst und dann halt die Blöcke kaputt machst. Unten durch sneakst und dann Spinjump machst, weil da noch ein One-Way ist. Wahrscheinlich irgendwie sowas. Oder dadurch muss ich erstmal da durchfliegen irgendwie. Also ich skippe, Leute, tut mir leid. Wir haben das ganze Level gesehen auf jeden Fall, aber da bricht dir nur die Finger. War ein nettes Level insgesamt. War ein nettes Rätsel-Level, aber gucken wir mal, dass wir noch ein ordentliches Level kriegen heute. Offensichtlich nicht. Hör
nicht nach dem Run auf. Ich probiere es. 3 Sekunden. Skip. Buh, habe ich noch vergessen, ja. Jetzt kommen bestimmt öfters so Rätsel. Ja, das kann sehr gut sein. Oder es kommen wieder Speedruns. Erreiche das Ziel als Käfer Mario. Mit 3 Ausrufezeichen, japanisches Level. Weiß nicht, wo es Ziel ist. Skip. Japanisches Level mit 9 im Namen. This one, bad level. This pipe, YOLO. First pipe, gleich Troll. No! Also ich liebe dieses Game of This pipe, Hashtag YOLO. This one, bad level. Also die ersten zwei, die haben so ein Ding auf jeden Fall. No. Dieses Level? Diese Pipe? Jump left as far as you can. Das war noch nicht far enough, scheinbar. Geh YOLO rein, Jalas. Das machen wir. Boop. Also gut, tut mir leid, Leute. Tut mir leid. Hätte gucken können, ob man da einen Triple Jump noch rauskriegt, aber. Machst du nachher wieder Vorhersagen? Ja, wir machen nachher wieder Vorhersagen, ja. Aber jetzt erstmal noch ein bisschen rumdümpeln. Speedrun, Dunkellevel, 60 Sekunden. Aber wenn vielleicht durch Spikes gesneakt wäre, hätte er vielleicht durch die grüne Pipe gehen können. Did he make it in the previous? Speedrun. Für was hatte ich überhaupt einen Pow in der Hand? Das habe ich noch nicht wirklich verstanden. Kommentare sind manchmal echt witzig. Ja. Also heute kriegen wir wieder richtige Banger-Level auf jeden Fall. Da geht es, du stirbst. Den Jump schaffst du nicht, oder? Ah doch. Okay, den anderen dann darf er nicht. Ah, da muss ich einfach nur twirlen dann, okay. Speedrun. Ja, Jenny. Eben, wir sind am Anfang vom Run. Ich glaube, wir haben 2 Level bisher gespielt oder so. Also, das ist jetzt einfach nur ein bisschen. Brauche ich dich noch? Irgendwie? Ja, da. Da ist ein Leben. Hallo. Okay. Krasser Speedrun, Mann. Weiß nicht, ob man das mit den 3 Leben noch hinkriegen könnte. Probleme machen auf jeden Fall. Tick zu früh. Okay, und dann noch in die Pipe und dann ist hoffentlich vorbei. 2 Leben. Shit. Und Peter Heikemper, sei gegrüßt, Mann, und danke fürs Teamherz, Digga. Kommt noch ein Stern raus, wo der Helm kommt.
Das Problem ist halt, es ist ein Speedrun, ne, Leute? Ja. Also da passiert halt viel zu viel in dem Speedrun. Das ist schwierig, da den Überblick zu behalten, Mann. Aber würde ich gerne nochmal probieren. Wenn du mal die anderen Pipes ausprobierst. Ich weiß gar nicht, was die Clearzeit war bei dem Speedrun. Aber ich würde mir trotzdem gerne nochmal angucken. Und Filmmann, danke fürs viel Glück. Und Steffi Mann, danke für die Rose. Und Mo Rübe, 9999, danke für die Rose, Mann, Digga. Shit, ich habe gedacht, es geht in die Pipe rein. Schade. Okay, ich habe nicht. Eben, da geht alles so schnell, Leute. Wenn du da probierst, in die Pipe reinzugehen, ist es zu spät. Da kann ich dann nichts mehr machen. War fast First Try oder war der zweite Versuch jetzt mal wieder? Ist schon irgendwie weird manchmal auf jeden Fall. Aber ja, war ein cooler Speedrun auf jeden Fall. Aber kriegt kein Like, weil sonst kriegt man nur Speedruns jetzt im nächsten Run.